Also Glück ist, wenn ich zum Beispiel am Strand liege, die Sonne scheint, es ist warm und ich einfach keine Sorgen habe und so alles hinter mir lassen kann. Deswegen liebe ich zum Beispiel Inseln so, weil ich lasse meine Sorgen auf dem Festland und habe dann mein Glück. Glück, habe ich das Gefühl, spüre ich in dem Moment, in dem ich nicht drüber nachdenke, was morgen oder gestern war, wo ich mit meinen Freunden oder meiner Familie zusammen bin, wo ich die Sonne genieße, irgend sowas. und einfach im Moment bin, das ist für mich Glück. Bedeutet Unabhängigkeit, Gesundheit, Partnerschaft, soziales Umfeld, so Sachen. Und dass es der Familie gut geht, dass es uns hier so geht, wie es uns geht, dass wir die Kinder wachsen und gedeihen sehen. Und ja, wenn man mal schaut, was sonst so auf der Welt passiert, schätzt man sich glücklich. Weil ich finde, aus jeder Situation, die an sich schlecht ist, kann man aber was lernen. So, deswegen irgendwie gibt es für mich gar kein Pech. Krankheit, Einsamkeit, Wohnungslosigkeit. Wenn ich eine Situation in meinem Leben hatte, über die ich dann noch ewig lang nachdenken muss und immer wieder denke, das hätte ich damals besser machen können. Hier, das ist meine Herzkette, die habe ich von meiner besten Freundin zum 18. Geburtstag geschenkt und bekommen. Und da waren alle meine Freundinnen da und deswegen denke ich irgendwie, wenn ich diese Kette, ich halte sie immer so fest. Und da denke ich an alle meine Freundinnen und an diesen schönen Moment, als ich da 18 geworden bin und so. Ja. Ich bin ein sehr rationaler Mensch. Das bringt mir nicht so viel. Zum Beispiel bei meiner Erstkommunion, da hat jeder von uns einen Stein bekommen und den habe ich auch immer noch. Und den habe ich auch im Abi dabei gehabt oder bei wichtigen Anlässen und der hat mir Glück gebracht. Mein Glückstalisman ist eine Frau, meine.